Ja, hallo zusammen. Da bin ich mal wieder. Lang ist es her, dass hier im Kanal ein Video erschienen ist. Viel passiert, viel unterwegs gewesen. Und das Neueste und Letzte, was war, ich habe mir ein neues Dekorationsstück geholt. Und zwar aus Unterhaching einen Pokal. Was es damit auf sich hat, was das überhaupt ist und was mich da geritten hat. Das seht ihr jetzt. Und der erste Deutsche, Chester Ibrick Meister 2019, ist China! Es ist wirklich passiert. Ich habe dieses Ding gewonnen. Das war die allererste deutsche Chess-WM-Meisterschaft, die jemals stattgefunden hat. Und ich habe einfach mal mitgemacht, weil mich das ziemlich interessiert hat, mal so eine Competition mitzumachen. Und ja, wie man an meinem Gesicht sieht, ich hätte natürlich nicht damit gerechnet, dass ich dieses Ding gewinne. Was ist das überhaupt? Chess-WM ist Kaffee kochen in diesem Kännchen. Jeder kennt das. So oder ungefähr in der Art. Gibt es das auch in Asia-Shops, türkischen Lebensmitteln, griechischen Lebensmittelshops und damit kann man Mokka, türkischen Kaffee oder eben auch Specialty-Coffee kochen, brühen, zubereiten. Und das war eben die Meisterschaft da drin. Ist letztendlich eine Meisterschaft wie Brewers Cup, Barista, Coffee and Good Spirits, wie alle anderen auch. Nur eben hiermit. Man steht vor der Jury, bereitet Getränke zu, die im Regelwerk vorgeschrieben sind. Das sind in dem Fall zwei normale Ibricks, also normale Kaffees hier raus, und zwei sogenannte Signature Drinks. Das sind Eigenkreationen, die der Jury serviert werden. Und diese Jury ist unterteilt in sensorische Juroren und technische Juroren. Das heißt, die Technicals, wie man sie nennt, achten darauf, arbeitet man sauber, arbeitet man richtig, arbeitet man im Flow, benutzt man die Sachen so, wie sie auch gedacht sind, die Professionalität, die Gastfreundschaft, zählt alles mit ein, wie man den Kaffee beschreibt, wie er wirklich schmeckt, ob stimmt es überein, ist er zu sauer, ist er zu bitter, ist er vom Körper voll, ist es ein Nichts, ist es was auch immer. Ich kann das mal kurz zeigen. Und zwar gibt es sogar Scoresheets. Das sind jetzt meine. Das ist einmal vom sogenannten Head Judge. Das ist der, der den Überblick über alle hält und fasst letztendlich alle Punkte zusammen. Und so ein sensorisches Bewertungsblatt kann zum Beispiel so aussehen. Ne? Also das sind einmal hier die Notizen des Judges und hier sind die gegebenen Punkte, die man für die einzelnen Faktoren erhält. Das sind zum Beispiel Taste Balance, Tactile oder Functionality des Glases, der Präsentation, Professionalism, Customer Service Skills und so weiter und so fort. Also alles, was der Gast und der geschmackliche Sensor, der geschmackliche Sensorike, se, ja, der Juror halt. Und Technical sieht dann so aus. Das ist eine Tabelle mit relativ viel Zahlen, ne? Mengen, Temperaturen, Zeiten und hier ebenfalls wieder Punkte für andere Sachen. Und daraus ergibt sich im Anschluss die Gesamtpunktzahl. Da habe ich es geschafft, die meisten Punkte zu kriegen und darf mich jetzt erster deutscher Ibrickmeister nennen. Völlig wirr, aber so schaut's aus. Die Idee kam damals auch beim Brewers Cup und beim Cup-Tasting-Wettbewerb. Da wurde der Wettbewerb angekündigt. Und ich dachte mir so, jo, da mache ich mit, weil ich hatte sowieso Lust, mal sowas mitzumachen, aber direkt bei Barista oder bei Brewers Cup anzutreten, das wäre ein Kaffeeselbstmord gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Ibrick ist was, was ich von ganz früher noch kenne, in meiner Kindheit. Und dann back to the roots fange ich da an. Ein kleiner Wettbewerb, man hat nicht so viele Messlatten, die mal irgendwo irgendwann gesetzt worden sind. Das ist einfach eine Wohlfühlatmosphäre, sage ich einfach mal. Und dann habe ich das einfach gemacht. Wie bereitet man sich vor?
Ich wusste es überhaupt nicht. Klar, man muss einen Kaffee finden, man braucht ein bisschen Zubehör, ein bisschen Equipment, ein bisschen einen Plan, eine Struktur. Was erzähle ich den Judges? Was präsentiere ich? Warum schmeckt mein Kaffee so? Wieso soll der so schmecken? Ja, das heißt erstmal recherchieren, recherchieren und nochmal recherchieren. Ich habe mir alle möglichen Videos angeguckt von vergangenen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, russischen Nationals, die mit pixeligen und verwackelten Videos waren. Alles reingeguckt, reingezogen und habe mir dann angefangen zu überlegen, okay, ich muss ja irgendwie das Zeug auch hinstellen und ich muss das ja auch irgendwie brühen und dann muss ich das so machen. Und dadurch, dass ich ja schon gefühlt 50 Performances fotografiert habe von Barista-Meisterschaften, wusste ich, dass es auf den Flow ankommt. Also das, ich nehme das Wasser, schütte das da rein. Wohin mit den Gläsern? Stelle ich sie dahin, ist okay. Muss ich sie aber da nochmal wegnehmen, um sie dann woanders hinzustellen? Dann ist das wieder schlecht. Und so ging es dann immer weiter. Habe ich irgendwie gut hinbekommen und brauchte einen Kaffee. Dann habe ich mir erstmal überlegt, was mache ich, was nehme ich überhaupt? Und habe rumgehört, ein paar Röstereien angefragt. Hier, ich brauche was, habt ihr was, wisst ihr was? Und habe ein paar Samples geschickt bekommen, habe die dann auch gekappt, verkostet, auch im Ibrik gebrüht. Und dabei herausgekommen ist dann tatsächlich der Kaffee von der Röststätte in Berlin. Ein Natural Geisha aus Kolumbien. Der hat mich echt überzeugt und dann habe ich den auch genommen. So, und dann geht's weiter mit Vorbereitungen für den Signature Drink, das heißt, es ist eine Eigenkreation. Dafür habe ich einen Filter genommen, habe den in Mandarinensaft gekocht, habe dadurch dann im Anschluss den Kaffee gefiltert, damit die fruchtige Süße mit einer leichten Bitterkeit nochmal verstärkt wird. Das Ganze auch mit Hilfe der Community. Da hat die Nicole von der Röststätte mir ein bisschen geholfen, oder ein bisschen viel geholfen sogar, das Rezept zu entwickeln. Wie geht man da dran? Der Plan war erst mit Waldmeister zu arbeiten, aber Waldmeister gab es noch nicht, es war noch zu früh. Dann habe ich auf Rhabarber umgesattelt, habe dann Eiswürfel aus Rhabarbersaft gekocht, gefroren und das dann entsprechend alles benutzt für den Signature Drink. Aber auch Basics muss man erstmal machen und rausfinden. Wie viel Kaffee, wie viel Wasser, welche Brew Ratio, wie lange koche ich, welche Temperatur hat das Wasser vorm Einschütten. Es gab auf einmal Variablen, da wusste man noch nicht mal, dass es die überhaupt irgendwie gibt. Und da musste man sie auf einmal auch noch definieren. Das war alles echt, ich habe es unterschätzt, da bin ich ganz ehrlich, als ich gedacht habe, ich mache mit. Aber ich habe mich dann doch ins Zeug gelegt und habe es alles irgendwie hinbekommen. Und dann war es soweit. Ich habe alles eingepackt und bin nach Unterhaching gefahren. Das hat stattgefunden bei Kommandante bzw. bei Supremo im Schulungszentrum. Und war echt richtig cool. Es waren echt nette Leute da. Es war super chillig gemacht. Es war einfach angenehm. Eine Wohlfühlatmosphäre. Am Abend vorher gefühlt nochmal die ganze Präsentation neu gemacht. Weil ich einfach da gar keine Erfahrung hatte. Und das, was ich mir notiert habe, war einfach mehr zum Ablesen. Aber nicht zum Vorreden, zum Tragen, zum Überzeugen, zum enthusiastischen Jury begeistern und dann haben wir das nochmal gemacht. Und wir sind wieder Nicole und ich, die hat mir geholfen. Die war zum Glück auch da, weil sie bei Coffee and Good Spirits mitgemacht hat und auch gewonnen hat. Und dann ging es los. Der Raphael hat mir das Mikrofon angelegt und die Juroren kamen rein. Die waren einfach mal zwei Weltmeister von 2013 und 2014. Und das ist so, wie wenn du Fußball spielst und am Rand steht Ronaldo, Figo und Zidane und die bewerten dich. Einfach. Das ist war einfach unbeschreiblich. Und das war auch genau das Ziel, was ich hatte. Ich wollte dahin, wollte die Erfahrung sammeln und wollte Feedback haben. Weil ich nun mal einfach nicht tagtäglich ein Team um mich habe. Ich habe keinen Kaffee, keine Rösterei, kein nichts, wo ich einfach weiß, was ich tue. Aber ob das richtig ist, was ich mache, ob ich überhaupt komplett daneben liege, kein Plan. Das als herauszufinden und das habe ich geschafft. Ich war da, die Jury saß vor mir. Es konnte also gar nichts mehr schief gehen. Ich glaube, das hat mich auch gerettet. Ich habe Sachen vergessen. Ich habe gestottert einmal. Mir ist was nicht eingefallen. Und aber es war mir nicht egal, das wäre gelogen. Aber ich dachte mir so, ja, pff, es ist halt so.
Es kann nichts passieren. Ich bin hier in 10 Minuten, in 5 Minuten fertig. Und dann haben wir einen tollen Tag hier in Unterhaching. Es sind super Leute da. Das Wetter ist toll. Hier gibt es guten Kaffee, gutes Essen. Was soll passieren? Und wie sich herausgestellt hat, war das tatsächlich das, was positiv rübergekommen ist. Ich habe nicht gezittert. Ich habe mich nicht aufgeregt. Ich habe mich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Und habe einfach mein Ding durchgezogen. Habe Time gesagt. Time. Und dann war für mich einfach gut. Das war wunderschön. Ich war zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, trotz dass ich beim Timesagen schon Fehler gefunden habe. Ich habe nicht aufgeräumt. Warum habe ich nicht aufgeräumt? Ich hatte noch 40 Sekunden Zeit. Wären 2-3 Punkte mehr gewesen. Und ja, whatever. Es war einfach grandios. Ich habe das dann auch dementsprechend gesagt, so, ja, ich habe erreicht, was ich erreichen wollte, weiß, dass ich Fehler gemacht habe und dabei sein war für mich alles. Und ja, alle sind schon so um mich herumgeschlichen an dem Tag und keiner hat so richtig was gesagt, und also von den SCA-Mitgliedern und von der Jury. Man hat natürlich so ein bisschen erzählt und dann habe ich gedacht, ja, lief natürlich nicht so, wie ich mir gedacht hatte und ich habe dies, das, jenes falsch gemacht. Alle so, ja, ich kann ja nichts sagen und hier und da. Ja, am Ende weiß ich auch warum. Und alle haben auch gesagt, oh, wir konnten nichts sagen. Und ja, jedenfalls, das war's. Ich hab's geschafft. Und jetzt geht's weiter. Jetzt ist im Juni. Da oben hängt ein Plakat für die World of Coffee. 6. bis 8. Juni in Berlin. Da ist die Weltmeisterschaft. Und da darf der Sinan wieder auf die Bühne gehen. Ich habe nie, nicht einmal daran gedacht, was ist, wenn ich gewinne? Wie bereite ich mich auf die WM vor? Null. Nicht einmal, ist es ehrlich hoch 10. Ich habe nicht ein einziges Mal daran gedacht, was mache ich, wenn ich gewinne? In Unterhaching. Nie, nie. Und deswegen kam das natürlich erstmal wie so ein Schlag. So, muss ja Berlin. Ja, und da sind so ein bisschen Vorbereitungen am Laufen. Wer mehr darüber wissen möchte, darf gerne bei Instagram folgen. Da gibt es immer mal wieder Updates. Abonniert gerne den Kanal, da wird es auch nach Berlin wieder ein Video zugeben. Und ich werde auch mal ein bisschen zeitnah was über diese Kännchen hier machen. Wie macht man die? Wie mache ich das? Was habe ich überhaupt gemacht? Und was kann man alles damit machen? Also bleibt dran. Ich werde alles geben und mich wahnsinnig auf Berlin freuen. In diesem Sinne, das war mein kurzer Recap zu Unterhaching. Übrigens ist heute Karfreitag. Die Sonne scheint. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen raus. In diesem Sinne, adios.